Hans Tschitschitsch verwendet ihre 5 Minuten Redezeit zu einer einzigen Kritik an den Freiheitlichen. Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe alle, die uns zuschauen, liebe Frau Kollegin Ernst Tschitschitsch, ich bin ein wenig ratlos. Wir haben hier eine ganz wesentliche Debatte zur Zukunft Europas, zur Frage des Wiederaufbaus. Und ja, es ist immer leicht, und ich tue mir da als NEOS auch leicht, auf die FPÖ und ihre Position in europapolitischen Fragen zu bashen. Aber Sie sind Vertreterin einer Regierungspartei. Die Position der österreichischen Bundesregierung war halt schon wichtig, endlich einmal zu wissen in dieser Frage. Und Sie sagen kein einziges Wort dazu, kein einziges sachliches Argument. Das ist ein bisschen wenig, ganz ehrlich. Also ich möchte jetzt auf das Thema eingehen, weil mir das unendlich wichtig scheint, dass wir das debattieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise sind enorm, sie sind massiv. Und wir wissen auch, dass einige Länder asymmetrisch getroffen wurden von Covid-19 im Vergleich zu anderen Ländern. Herr Bundesminister, weil Sie gesagt haben, Italien, Spanien, Frankreich, alles sehr betrüblich. Wir sind ja viel besser herausgekommen aus dieser Krise, wahrscheinlich immer in Gedankenstrichen dank dieser großartigen Bundesregierung, die wir haben, die unsere Menschen schützt. Die Gunst der späten Stunde hat schon auch etwas. Wenn wir früher getroffen wären, worden wären, wie Italien, dann würde es bei uns vielleicht auch anders ausschauen. Und ich würde auch ersuchen, in einem europäischen Kontext, wo man wirklich nachverfolgen kann, wie viele Infektionszahlen europaweit passiert sind, durch einen einzigen Ort, nämlich Ischgl, wäre ich ein bisschen vorsichtig hier mit Überheblichkeit in einem europäischen Kontext. Was wir gesehen haben, ist, dass wir eine Volkswirtschaft sind. Wir sind eine vernetzte Wirtschaft. Und weil ich das Bild hier da bekommen habe, das ja irgendwie sehr herzig ist vom Familienmitglied, das ist wahrscheinlich der echte Österreicher und die echte Österreicherin und der Nachbar und unser Geld für unsere Leute. Das Problem ist, das hinkt halt und Sie helfen dem Familienmitglied halt überhaupt nicht, wenn Sie sagen, der Nachbar, der zwar 60% deiner gesamten Einkommen dafür sorgt, den lassen wir jetzt im Regen stehen. Damit muss ich sagen, lassen Sie die Familienmitglieder mehr im Stich, als alle anderen es tun würden. Also es ist keine Hilfe für die Österreicherinnen und Österreicher, nicht zu sehen wie ein exportorientiertes, international vernetztes Land, wo übrigens Italien und der Norden Italiens, eine vitale Wirtschaftsregion im Übrigen, der zweitwichtigste Absatzmarkt Österreichs ist. Also das ist doch wirklich eine sehr verkürzte Sicht der Dinge. Sparsamkeit ist eine Tugend, ohne Frage. Aber ich möchte Wolfgang Schäuble zitieren, der ja, glaube ich, der ÖVP sehr nahe steht, der auch ein Paradebeispiel für deutsche Sparsamkeit ist. Der hat kürzlich in einem Interview gesagt, wenn Europa überhaupt noch eine Chance haben will, muss es sich jetzt als solidarisch und vor allem handlungsfähig, und da muss ich ihm recht geben, bewähren. Denn wir haben eine neue Situation. Europa erfährt einen wirtschaftlichen Einbruch, wie wir ihn zu unseren Lebzeiten nicht erlebt haben. Und nur in Ansätzen ist abzusehen, welche Verwerfungen daraus für unsere Gesellschaften erfolgen werden. Und er sagt auch weiter, dass der Vorschlag grundvernünftig ist, nicht ausschließlich Kredite zu geben an ohnehin eh schon verschuldete, überschuldete Staaten, sondern selbstverständlich hier auch Zuschüsse zu gewähren. Ich glaube, sehr geehrte Damen und Herren von der ÖVP, der steht Ihnen ideologisch sehr nahe und ich verstehe eigentlich nicht, wieso Sie sich hingestellt haben und dem eine Absage erteilt haben. Aber jetzt muss ich schon eines sagen, ich höre ja heute schon was anderes. Also ich merke ja schon, offensichtlich ist Österreich, nachdem Dänemark ja schon raus ist, ein bisschen Niederlande wird folgen, weil der zweite liberale Regierungspartner das auch nicht so stehen lassen will, was der Herr Rutte da verzapft, ist offensichtlich immer isolierter und so höre ich heute Bedingungen oder da wird was formuliert, was ja keine Hürde ist. Ich meine, Sie stellen sich heute hin und sagen, das muss zeitlich befristet sein. Aber das ist zeitlich befristet, das hat die Kommission vorgelegt. Das muss an Bedingungen geknüpft werden. Aber, sind wir die Ersten, die sagen, es muss an Bedingungen geknüpft werden. Das soll auch passieren. Ich weiß auch, es geht um den Rabatt, der so wichtig ist. Sie wollen den Feimann machen. Sie schimpfen ein bisschen auf Europa und kommen dann zurück und sagen, das haben wir für Sie herausgehandelt. Da steht sogar im Vorschlag der Kommission drinnen, dass man sogar vorschlägt, dass die Rabatte jetzt einmal weiterfahren. Also worum geht es Ihnen da eigentlich? Und deshalb wäre die Position der Regierung schon sehr wichtig. Geht es Ihnen um Rhetorik oder geht es Ihnen darum, dass Sie weiter zündeln auf einem antieuropäischen Kurs, weil Sie die Wähler und Wählerinnen der FPÖ halten wollen? EU-Bashing ist ja neuerdings in Mode, wenn ich den ÖVP-Ministerinnen und Ministern zuhöre. Und ja,
Es ist ein Ablenken von der eigenen Unfähigkeit, Wirtschaftshilfen so zu gestalten, dass sie auch ankommen. Da redet man sich aus aufs Beihilfenrecht, auf die böse EU. Die schlechte Auffang und Rettung von Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Auer, die Kollegin, wie heißt sie? Also, tut mir leid, aber hat vorher reingerufen. Na, die Swiss ist ja leichter zu retten, weil die Schweiz ist ja nicht in der EU. Ja, das ist ja haarsträubend, dieses EU-Bashing. Passen Sie auf, liebe ÖVP. Es hat schon einmal eine konservative Partei gegeben in Europa, die gezündelt hat mit nationalistischen Themen. Und wir wissen, was der Endeffekt war. Sebastian Kurz sollte keine Anleihe an... Bisher.